Jetzt kommen die Frieses! Svenny! Jaga! Rosi! Heiko! Wir sind die Frieses! Wir sind die Frieses! Leg doch mal das Handy weg! Nee, meine Diät-App. Also so ein Scheiß! Ja, schmeckt ja auch noch nichts, was du da immer kochst! Ruhe! Jetzt soll ich an diesen Couscous-Salat einen Schuss Olivenöl und eine Handvoll Kichererbsen ranmachen. Ja, jeder wie er mag. Nee, was ist bitte schön ein Schuss Olivenöl? Also wie viel? Und eine Handvoll Kichererbsen? Guck dir meine Hände an. Ja. Die sind zart. Das. Und da geht ja viel weniger rein jetzt als bei Carola. Ja, jeder Körper ist anders. Wenn dein Vater Sekt aus meinem Bauchnabel geschlürft hat, war hinterher besoffen. Oh, Mutti, bitte. Und wenn ich jetzt hier einen Bund Suppengrün verwenden soll... Wie viel ist ein Bund? Ja, das fummelt ja der Azubi zusammen. Ja, aber wie viel Kalorien sind das? Ja. Ich brauche exakte Angaben. 125 Gramm Karotte, damit kann ich arbeiten. Bianca. Diät macht schlechte Laune. Gar nicht, es geht mir wunderbar. Ich komme jetzt in die gute Phase. Ja. Wieso steht da nicht ein Esslöffel Olivenöl? Ja, da gibt's hier auch Sonne und Sonne. Moin, Leute. Hallo. Die alten Silberdinger von meiner Oma. Also da passt eine halbe Flasche Hustensaft drauf. Ja, toll. Ein Schuss ist doch aber ein Schuss. So mit der Cognacflasche aus der Hüfte... in die Suppe geschossen, also nicht gekippt. Dann wär's ja wohl ein Schwups, so aus dem Handgelenk. Ja, so, nee. Und deshalb ist ein gutes Olivenöl eigentlich von der Viskosität her das. Immer ein Schwups und kein Schuss. Du, und hier, ein Schlag Magerquark. Wie viel ist ein Schlag? Bianca, ein Schlag ist von der Menge der Schwups in Haar, du verstehst? Na, ich meine, es ist ein Ticken mehr. Ticken? Höre, ein Ticken ist ein halber Schwups. Ja. Zwei Schwups sind ein Tacken und das ist letztendlich von der Menge ein Happen. Heiko. Oh, hier steht. Was denn? Ein Fitzelchen Limettenschale rundet ihr Couscous erfrischend ab. Ein Fitzelchen. Ja. Also bei Wurst ist ein Fitzelchen so eine missglückte Scheibe. Ja, weil du meine Ringsalami immer schief abschneidest, dann muss ich immer erstmal ein Fitzel... Ja, Moment. Ist ein Fitzel größer als ein Fitzelchen? Was? Muss ja. Ein Fitzelchenwurst, der Fitzel, ja. Scheibchen, ja. Scheibewurst, ja. Stückwurst. Ja, aber 1 Zentimeter von der dünnen Salami ist ein Stück. Und 1 Zentimeter Leberkäse ist eine Scheibe. Es steht hier gar nichts von. Das darf ich gar nicht. Pass auf. 1 Zentimeter Teewurst ist ein Hieb. Hallo. Du, aber wenn Ingeborg hungrig ist und sie holt sich in ihrer Schlachterei im Vorbeigehen mit der Hand so ein Hieb Brät aus dem Kutter... dann ist das eine Handvoll. Das und sie hat Pranken. Oh, können wir nicht einmal wie eine normale Familie sein? Nee, aber da schließt sich doch der Kreis. Wir sind die Frieses. Das Sommerbest-of.